Herzliches Grüß Gott zur heutigen Abendveranstaltung Spinnen erlaubt, Volume 3. Wir haben hier einen neuen Rekord aufgestellt, was die Anmeldezahlen anlangt. Wir haben heute Nachmittag 410 Anmeldungen gehabt. So ja, wir heißen Prisma und das sind eigentlich drei Teile, die hier wichtig sind. Mit Innovation will jeder gleich diese Ideen generieren Phase haben und da gehört ganz schön viel mehr dazu. Insbesondere in dieser Technik beinhaltet sind drei besondere Bereiche zusammengekommen in meiner Recherche. Und das erste ist ein russisches System, das hieß TRIZ. Kennt ihr vielleicht Theoria Recherchnia Itzelbretel-Tatsadat? Ich hoffe, da ist kein Russe dabei. Das heißt Theory of Inventive Problem Solving auf Englisch. Das soll eine Theorie sein, ist aber nicht eigentlich. Das ist so ein, wie soll ich das kurz sagen? Ich meine, ich komme sehr gut mit meisten TRIZ-Menschen aus, also hoffentlich, wenn hier auch welche dabei sind, könnt ihr mir vergeben. Ich sage, das ist ein Mischmasch von Innovation Tools. Aber das kommt ursprünglich von einem Genrich Altschuler, der in den 1940ern selber Erfinder war und hat sich damit beschäftigt, Patente anzugucken. Eigentlich war das noch sein Job dazu. Er war Patentamt in der Navy, in einem Schiffefahren. Heißt das auch Navy auf Deutsch? Also Armee, Navy, anyway, aber Patentamt. Und da hat er genau das Glück wie Einstein, konnte viele Patente über seinen Tisch laufen sehen und hat sich auch mittlerweile irgendwie ein bisschen abgucken können, was die da machen und wie er sein eigenes Leben leichter macht. Nach einer Weile hat er eine Reihe, eine Liste zusammengebastelt von was Erfinder tun und da kamen 40 Prinzipien raus. Und die sind jetzt sehr bekannt, die 40 erfinderischen Prinzipien heißen sie höchstwahrscheinlich auf Deutsch, the 40 Inventive Principles. Und das war dann auch das Leichteste von seinem ganzen Toolkit zu sehen und zu gebrauchen. Aber natürlich ist eine Liste von Antworten nur gering was wert, wenn man nicht weiß, an welches Problem man die Antworten anwenden kann. So, es geht eher darum, so wie man auch früher in der Medizin gemacht hat, wenn mein Arm wehtut und ich schneide ihn ab und schmeiße ihn weg, habe ich das Problem abgeschafft. Und er sagt, nee, das Problem ist eine Beziehung. Und das heißt, du kannst nicht das trennen, was du nicht willst, also den wehtuenden Arm kannst du nicht trennen von dem, was du eigentlich noch beibehalten willst. Und da drin, mit den zwei Sachen, das heißt dann ein Widerspruch und da kam diese Matrix zustande. So beschreibt man ein Problem. Etwas will ich haben, etwas will ich nicht haben. Und in der Mitte von Matrix drin waren seine 40 Prinzipien. Alle die Lösungen, die Erfinder jemals gehabt hatten, zu jeglichen Problemen. Ich hatte mal einen Chef, der sagte, we steal ideas from nature, das ist Bionica gewesen. Das heißt, man guckt von der Natur ab, was sie tut und dann sagt, hey, so können wir auch unser Flugzeug bauen oder unsere Maschine, was immer das auch sein mag. Und ich war dann irgendwann vor 7, 8 Jahren angestellt in einem Projekt, wo wir dann einen Vergleich gemacht haben zwischen was Altschuler gesagt hat und was die Natur sagt. Und da haben wir alles abgeguckt in der Natur, von den winzigen, so von der Zelle hoch bis zum Ökosystem, 8 verschiedene Ebenen, alles was in der Literatur zu haben war, genauso wie Altschuler die Patente durchgeguckt hat, und dann verglichen, ob die Natur dieselben Antworten hat zu ähnlichen Problemen wie Ingenieure oder ob Männer oder die Menschheit irgendein besonderer Fall ist. Und die Antwort ist, kein besonderer Fall, ist alles dasselbe. Dann kommt noch ein drittes Teil dazu, was sehr wichtig ist, wenn man verstehen will, wie man systematisch was anguckt. Und dies ist eigentlich jetzt Buddhismus. Und in Buddhismus, das erste Muster, was da richtig wichtig ist, heißt Zuflucht. Und dabei sind drei Elemente, die auch ehrlich gesagt dasselbe sind in allen Religionen in der Welt. Alle Religionen sagen, wenn sich was vom Raum erzeugt, wenn was sich formt von Energie und Masse bekommt und irgendwie ja, ein Ding wird,
sind da erstens einmal drei grundlegende Prinzipien, die abgeklappert werden müssen. Und wenn die nicht alle stimmen, dann schafft es das Ding nicht, sich selber zu kreieren. Und das haben die Buddhisten so ausgelegt in menschlicher Form. Und da können wir sehr gut nachvollziehen, wenn wir diesen afrikanischen Village angucken oder nachdenken. Da war mal einer, hat sich am Fluss gesetzt und hat gedacht, ja, hier kann ich schön mein Häuschen hinbauen. Und der war dann, ich glaube, Führer ist das Wort, ist es Leader, ne? Führer? Er war der Erste, er war the founder or leader von was immer denn danach kam. Und dann kamen Menschen dazu und die sagten, hey, das ist ja toll, können wir alle hier auch bauen. Und dann, das war dann die Community of Practice oder die Praktizierenden oder ja, die Gemeinschaft, die dazu kam. Und nach einer Weile ist dieses kleine Dorf zu groß geworden und die mussten ein paar Regeln einführen, damit sie sich einig waren, wer wie viel Wasser haben durfte und wie gesagt, wie viele Frauen oder was weiß ich. Und dann, ja, dann kamen die Regeln. Und die drei Sachen sind insgesamt ja, ein grundlegendes Muster. Die drei Sachen müssen sein, wenn sich etwas vom Raum kreieren will.